Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Leutnant von Magwitz, die bezaubernde Eleonore und Professor Heisen haben den Orient-Express genommen und sind endlich in den Karpaten angelangt, wenn auch mit einigen Umwegen. Es ist mittlerweile schon ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Es liegt einfach daran, dass ganz unerwartet Lonely erschienen ist. Und da musste ich natürlich erstmal das Spiel spielen. Aber jetzt kann ich mich endlich wieder voll und ganz der Reise ins All widmen. Ich habe offscreen auch schon mal ein bisschen nachgeschaut. Und ich habe auch meine gute halbe Stunde dafür gebraucht. Ich bin hier wirklich durch die Gegend gepeilt wie ein Verrückter. Und ich habe hier noch etwas übersehen, das ich noch kurz ansprechen möchte. Meide diesen Gang. Fremdartiges und sinnverdrehendes Laut hier. Ja, das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen, dass da noch eine Schrift dran steht. Die ist aber erstmal egal. Ich war in diesem Raum und ich hatte keine Ahnung, was ich in diesem Raum machen sollte. Ich habe hier nur so eine komische Notiz gefunden. Auf der steht, gibt Halt und verbirgt. Klang für mich im ersten Augenblick ziemlich komisch. Aber ja, nachdem mir einige Leute in die Kommentare geschrieben haben, was ich an der Stelle machen muss, sind mir die Schuppen von den Augen gefallen. Also ich dachte wirklich, oh mein Gott, es ist doch eigentlich so offensichtlich. Und zwar hier diese Säule ansprechen. Das ist eine Säule, Leutnant. Sie haben sicher schon einmal eine gesehen. Ich glaube, unser Leutnant hat etwas entdeckt, Gnädigste. Verhält sich genauso wie Herr Professor sagen. Aufgemerkt, Säule ist hohl. Sapperlot! Wer hätte gedacht, dass jemand im 19. Jahrhundert noch einen derart alten Trick verwendet. Tja, nicht nur im 19., sondern auch im 21. Jahrhundert werden diese Tricks noch verwendet. Das ist ja das Witzige. Sehen Sie nur, in dieser Öffnung steckt eine Art Plan. Wenn Sie gestatten, Verehrteste. Der Schaltplan des Schlosses. Beeindruckend. Die Leitungen scheinen über Kilometer. Sehen Sie nur! Die gesamte elektrische Kapazität dieser Anlage geht von einem gemeinsamen Zentrum aus. Dieser Plan hat mich sowas von verwirrt. Ich wusste eigentlich gesagt nicht so wirklich, was ich damit anfangen sollte. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass da links und rechts in den Ecken Zahlen stehen. Und es in diesem Raum einen Tresor gibt, für den wir ja, 4 Zahlen eingeben müssen, damit es sich öffnet. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was jetzt die Kombination ist. Ich denke 7391 von oben links nach unten rechts so ungefähr gelesen. Es könnte natürlich auch 7931 sein. Ich weiß es nicht so genau, es könnte auch jede andere Kombination sein. Aber ich denke mal, dass es diese Zahlen sein müssen, denn es gibt ansonsten keinen anderen Anhaltspunkt. Wirklich, ich habe 5 oder 6 Mal mit dieses Blatt Papier angeguckt und ich habe nicht gesehen, was ich machen muss. Das war unglaublich. Aber, da sind wir erstmal durch. Merken wir uns einfach mal 7391. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn wir den Schaltkasten finden, ist es wohl um die meisten Sperren und Mechanismen geschehen. Und das sage ich. Wir werden diesem Gemäuer seine Geheimnisse entreißen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja gut, versuchen wir mal die Kombi 7391, ne? Gucken, ob es funktioniert. Habe hier weiteren Schlüssel gefunden. Okay, ein weiterer Schlüssel. Schauen wir uns hier nochmal an. Ein Schlossschlüssel. Ein Schlüssel mit kleinen Einkerbungen. Auf dem Schlüssel sind kleine Einkerbungen zu erkennen. Nach genauerer Betrachtung lest ihr 1-1. Okay. Ich meine, so viele Zimmer können es ja nicht mehr sein. Wir werden also wahrscheinlich wieder zurück ins Erdgeschoss gehen müssen. Also, es ist ein Erdgeschoss. In den ersten Raum des Schlosses. Um dort möglicherweise irgendwas Cooles zu finden. Es wird dann wahrscheinlich der Raum hier sein. Schlüssel passt! Dann wollen wir uns jetzt das Gemach des bulkigen Dieners vornehmen. Ach ja, sehr schön. Igors Gemach. Pfui Teufel! Was für ein muffiger Albtraum von einem Zimmer! Es wirkt alt! Sehr alt! Es gibt natürlich kein Licht in dem Spiel. Ich bin das schon gar nicht mehr gewohnt, keine Taschenlampe zu haben. Hier finden wir auf jeden Fall schon mal nichts. Ein paar grüne Westen und verblichene Hemden sind schon alles, was hier hängt. Dazu kommt auch noch, dass es gerade Tag ist und es ist dummerweise auch noch schönes Wetter. Perfekt, um in seiner Zockerbude zu sitzen und ein schönes Let's Play aufzunehmen.
Aber dadurch sehe ich jetzt natürlich gerade nur die Hälfte auf dem Bildschirm. Okay, nur mehr Hemden. Natürlich, jetzt habe ich natürlich schon das Event gefunden. Ich hoffe nicht, dass es hier schon weitergeht. Potzblitz, ein Buch des Herrn Professors! Von Gestalt und Form außerirdischer Wesenheiten. Mit figürlichen Abbildungen. Was sagt man dazu? Eine kleine populäre Schrift, die ich einst anfertigte. Sie behandelt fremdartige Lebensformen. Aber was macht sie hier? Wollt ihr in dem Buch blättern? Natürlich. Cool, das Sternwesen sieht irgendwie... Es erinnert mich zwar eher an so eine Art Ogre, vor allem weil Shrek ja auch so ähnliche Ohren hatte, glaube ich, oder? Ich denke schon. Über Sternenwesen. Ganz zweifellos treiben in dem uns umgebenden Raume noch andere Einige einfache logische Überlegungen lassen dabei auf die Gestalt unserer Nachbarn schließen. Siehe dazu auch die beigelegte Skizze. Logische Überlegungen, so. Da unsere Nachbarn bislang weder Gruß noch Nachricht sandten, liegt die Annahme nahe, dass ihnen das dazu nötige technische Vermögen fehlt. Es dürfte also feststehen, dass unsere verehrten Nachbarn noch im Stadium roher Wildheit verharren. Dennoch werden sie in vielen Punkten gewisse Ähnlichkeiten mit uns aufweisen. Nur Luftatmer können kulturschaffend sein, da Wasseratmer in ihrer unterseeischen Umwelt die Schmiedearbeit auf ewig verwehrt bleibt. Das ist natürlich ein interessanter Ansatzpunkt. Kann ich jetzt natürlich nicht so sagen, weil es gibt ja dumme... Also, vielleicht gibt es intelligentes Leben, das irgendwie im Meer lebt, aber wahrscheinlich nicht hier auf unserer Erde. Ich denke, das hätten wir da mittlerweile schon kennengelernt. Ihr könnt ja ansonsten eure Theorien dazu in die Kommentare schreiben. Zudem werden jegliche vernunftbegabten Sternwesen über den unseren vergleichbare Gliedmaßen verfügen. Ein paar Füße für den stabilen Stand und dadurch frei werdende Greifhände. Schließlich je ein paar Augen und Ohren zur räumlichen Orientierung der Sinne, die zudem in Hirnesnähe befestigt sind. Ein Kopf bietet sich hier an. Fazit: Unser Sternennachbar ist demnach etwas plump, luftatmend und von ähnlichem Zuschnitt wie wir gestaltet. Ja, letztlich stellen sich die Menschen ja auch außerirdisch nicht so viel anders vor als sich selbst. Ein bisschen Uncanny Valley oder wie das heißt, aber ja. Was sagen Sie nun? Faszinierend. Demnach ließe sich eine gemeinsame Basis mit unseren Nachbarn finden. Oder, Leutnant? Müssten leicht zu unterwerfen sein. Na, unsere Aufgabe wird es sein, den armen Wilden da oben die Zivilisation zu bringen. Erobern! Zivilisieren! Und wenn die Sternenvölker gar keinen Wert auf unsere Einmischung legen, meine Herren? Was für ein merkwürdiger Gedanke! Es ist unsere Mission, den Wilden dieser Welt das Feuer zu bringen. Eben! Peng, Krach, Feuer! Wir werden noch einmal ausführlich darüber beraten, meine Herren. Cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wo war das jetzt drin? Pfui, pfui, pfui! Naja, okay, es war hier drin, alles klar. Ja, wurde kein Switch gesetzt, also gucken wir uns das einfach nochmal an. Nein. Weiter! Keine Zeit für Schmückereien! Wir haben schon Zeit für Schmückereien, aber nicht jetzt. Oh, das auf dem Tisch sieht irgendwie wichtig aus. Ein paar getrocknete Kräuter und Pilze unbekannter Art. Pfui, pfui, pfui! Das scheint ihr Lieblingsspruch zu sein. Ein verspieltes Symbol schmückt die alten Banner. Einen Moment! Dieses Symbol sieht gar nicht nach Webkunst aus. Und Gütiger, Sie haben recht, Fräulein Eleonore. Hoho, man kann es einfach abnehmen. Du nimmst einen Schlüssel, Herr Vorband. Potzblitz! Kann ja kaum die Kinnlade oben halten. Irgendwann werden Sie selbst noch dahinter kommen, dass das Näschen einer Reporterin von Nutzen ist. Okay, haben wir also einen weiteren Schlüssel gefunden. Schauen wir nochmal in den Schrank rein. Möhren! Eigenartig! Das sind keine Möhren, Leutnant. Sehen Sie genau hin. Finger, Daumen und andere Anteile. Allmächtiger! Ein organisches Ersatzteillager! Cool! Ja, na klar, ich meine, Dr. Frankenstein muss ja Frankensteins Monster zusammenbauen, ne? Ich meine, da ist das Spiel dann doch ein bisschen vorhersehbar, aber ich denke mal, das liegt auch so im Sinne des Entwicklers. Okay, wir können... Okay, bei der Dunkelheit ist die krakelige Schrift nicht zu erkennen. Das heißt, wir müssen also erstmal Strom machen. Teufel auch! Was für eine klebrige Abscheulichkeit wurde hier nur eingewickelt!
Die Reste wirken irgendwie organisch. Schnäre. Oh, das war einfach. Wir brauchen vielleicht doch keinen Strom. Ein Stapel zu lesen der Bücher. Aber jetzt können wir hier schön lesen. Sehr gut. Habe ich mich dann doch mal nicht ganz so plump angestellt wie sonst immer. Eigenartig. Diese Schrift ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr in Gebrauch. Und dennoch wirken diese Zeichen, als seien sie erst vor kurzem geschrieben worden. Aber Sie können die Buchstaben doch lesen, Professor. Natürlich. Professor heißen kann natürlich alles. Erstaunlich, erstaunlich. Hören Sie. Der neue Meister ist ganz Feuer und Flamme für das Projekt. Etwas anderes hätte mich auch überrascht. Sie reagieren alle so, wenn sie dem Lockruf der Ewigkeit erliegen. Die Fähigkeiten des Meisters auf dem Gebiet des Elektrischen sind bemerkenswert. Sollten wir der uralten Frage etwa mit den Methoden der Moderne erfolgreich zu Leibe rücken? Ich bin zuversichtlich. Nach all dieser langen Zeit scheint sich hier ein Weg aufzutun, der selbst dem Blutkult meines bislang größten Herrn überlegen scheint. Interessant, also heißt das, er hat vorher für Graf Dracula gearbeitet? Oho. Wie viele Herren hat dieser Igor denn bislang schon gedient? Hier klingen einige beunruhigende Vorstellungen an. Ich frage mich, wie alt dieser Igor eigentlich ist. Alt genug für ordentliche Abreibung. Auf geht's! Alt genug für eine ordentliche Abreibung, auf jeden Fall. Wohin es dann auch immer gehen wird, das weiß ich noch gar nicht. Wir müssen erstmal einen weiteren Schlüssel inspizieren. 2-1. Das klingt so, als könnten wir dann oben links rein. Okay, ich müsste jetzt eigentlich soweit alles aus dem Raum haben. Vielleicht nochmal mit dem Bett interagieren. Wie kann man nur so hausen? Ach, Eleonore, zieh doch nicht immer so rum. Oho, der typische Geruch von Allium Sativum. Gesundheit! Knoblauch, mein lieber Leutnant. Ganz ordinärer Knoblauch. Okay, dann schauen wir einfach mal. Habe ich irgendwas übersehen? Ich bin mir einfach nicht hundertprozentig sicher. Zwei Gucklöcher in Augenhöhe. Damit lässt sich der gesamte Gang überblicken. Ach, deswegen haben uns also diese Augen da draußen verfolgt. Ich verstehe schon. Das ist natürlich clever. Na gut, dann sollte ich jetzt aber wirklich alles in dem Raum gemacht haben. 2-1 dürfte ja dann demzufolge dieser Raum hier sein. Sehen Sie nur, der Sicherungskasten. Aber da kommen wir natürlich nicht so einfach ran. Noch eine Tür. Dabei können wir den Kasten bereits sehen. Es hilft nichts. Wir müssen irgendwo einen Schlüssel übersehen haben. Zurück! Werde jetzt Kavallerie-Methode anwenden! Oh, da hat dieser Troll ja mal das Anime-Genre genial durch den Kakao gezogen. Aber hallo! So, jetzt sollte die Übersteuerung erstmal wieder vorbei sein. Es tut mir leid. Aber ihr wisst ja, dafür ist beim Mikro erstmal noch nicht gut genug. Oder ich muss da irgendwas ändern. Egal. Tür ist auf! Zuweilen kann eine tollkühne Attacke den Weg beträchtlich abkürzen. Das war sehr beeindruckend. Katsching, aber natürlich, das ist schon hier der erste kleine Flirt. Werde diese Höllemaschinerie zu stoppen wissen! Haben wir jetzt irgendwas gemacht? Okay. Sie haben einfach nur den Schalter benutzt. Keine Säbelattacke, keine Kopframme. Kompliment, Leutnant. Oh ja, da ist sie ganz schön beeindruckt, ne? Das war ziemlich simpel. Okay, gut. Die Frage ist jetzt, wo kommen wir jetzt genau rein? Ich speichere nochmal ab, nicht, dass ich jetzt versehentlich irgendwie mitten in die Story reinlaufe. Wahrscheinlich gibt es gar keinen anderen Weg, oder? Das ist unser Ausgangszimmer. Haben wir hier schon mal... Ja. Okay, dann... Müssen wir wahrscheinlich einfach wieder ins Erdgeschoss und dahin, wo... Igor uns damals den Weg versperrt hat. Denn ansonsten müsste ich ja eigentlich soweit alle Räume erkundet haben. Ich denke schon. Schauen wir nochmal, was ich... Halt, Moment. Vielleicht sollten wir erstmal nach hier oben links gehen, oder? Ja, okay, wir sind einfach nur auf demselben Gang. Ich sehe wirklich überhaupt nichts. Ah! Ihr werdet in der Aufnahme dann wahrscheinlich alles sehen.
hier einfach nur mal alle Wege probieren. Okay, es scheint einfach nur ganz geradlinig. Oh mein Gott, da muss jetzt Story kommen. Der Story entgegen. Ach, wunderschön. Das ist keine Spirale. Oh, was haben wir denn hier? Hey, da liegt ja schon jemand auf dem Tisch. Wer könnte das nur sein? Ha, schon wieder die alte Geschichte. Der Doktor kann es einfach nicht lassen. Dieses Ding? Was? Ein toter Korpus. Und wie ich meine, stammt nicht alles von ein und demselben Leichnam. Ja, wenn man es so will, ist Frankensteins Monster eigentlich nur ein Fleischgolem. So mehr oder weniger. Ich meine, es ist zwar ein bisschen sehr abstrakt, aber ja, eigentlich ist es, wenn man so nach klassischen Rollenspielsachen geht, einfach nur ein Fleischgolem. Aus verschiedenen Teilen zusammengefügt, dann irgendwie zum Leben erweckt mit Magie oder Elektrizität oder was auch immer. Und danach dient er ja dazu, Befehle des Herrn zu befolgen, ne? Professor, das ist ja ekelhaft. Hoffentlich wird dieser Teil des Artikels nicht zensiert. Beachtliche Größe! Gebe einen trefflichen Grenadier ab! Okay, da passiert erstmal noch nichts. Oh. Der EMK! Eine fantastische Apparatur. Wie einfach nur ein Fragezeichen kommt, ist es so herrlich. Es ist schon ein erhabener Augenblick, modernster Hochtechnologie so nahe zu sein. Genug des Sentiments. Schalt mir das Ding ein. Ich bin gespannt, ob es seinem Ruf gerecht wird. Hoho! Was für eine Kraft! Oh, das verstehe ich jetzt nicht. Wo kann Dr. Frankenstein jetzt auf einmal herkommen? Ich meine, wir haben uns komplett in dem ganzen Schloss umgesehen und ja. Ah, unsere Gäste. Dann haben wir ihnen wohl den kleinen Stromausfall zu verdanken. Wie? Meister, ich habe den Schaden behoben. Das Experiment kann fortgesetzt werden. Ausgezeichnet. Und nun sei so gut und halte unsere Gäste in Schach, Igor. Mit Vergnügen, Meister. Sie schuft. Sie schrecken wohl vor gar nichts zurück. Die Hände hoch! Der Meister hat's befohlen! Und spottlicher Gnome! Wir werden die Unterhaltung ein andermal fortsetzen. Ich habe noch zu tun. Igor! Auf geht's! Rüber zur Wand! Der Meister braucht Ruhe! Ruhe! Vor allem, wie sie alle die Hände hochnehmen. Hat Igor einfach eine Waffe in der Hand? Wenn ja, kann ich es nicht sehen. Fein, fein. Dann kann unser Spiel mit den Naturgewalten fortgesetzt werden. Halten Sie ein, Doktor. Sie werden doch nicht etwa... den Tod besiegen. Eben das habe ich vor. Der alte Traum wird noch in dieser Nacht Wirklichkeit. Sehen Sie, was ich bereits erschaffen habe. Pfui, Teufel! Das ist mittlerweile ihr Lieblingsspruch im Schloss. Die Hülle ist schon präpariert. Es fehlt nur noch ein Detail. Das Kernstück des Ganzen. Ein Hirn! Das Hirn im Glas natürlich. Ein schönes Stück. Aber auf Igor ist in diesen Angelegenheiten Verlass. Er bringt nur vom Feinsten. Danke, Meister! Meister, hab Dank! Noch können Sie zurück, Frankenstein! Still jetzt! Ich benötige all meine Konzentration. Jetzt ganz vorsichtig! Und nun den Deckel zu. Den EMK haben sie bereits in Betrieb genommen. Dann muss ich nur noch den Generator zuschalten. Und nun sehen sie die Kraft. Wahnsinniger!
Leben! Ich schenke das Leben! Ich bin der Herr des Todes! Oh, Meister! Meister! Wie herrlich! Igor ist entzückt! Entsetzlich! Aber der Artikel wird hervorragend. Verflixte Sache! Verstehe kaum, was hier vor sich geht. Der Doktor versucht, dem Totengewebe dort Leben einzuhauchen. Er pfuscht am Schicksal herum. Nennen Sie es, wie Sie wollen, mein alter Lehrer. Aber nun kann mich nichts mehr aufhalten. Haben Sie gesehen? Haben Sie es gesehen? Und gütiger! Lebe! 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 Ja, ja, der Tod weicht aus diesen kalten Gliedern. Erhebe dich, mein Kind. Es ist wunderschön. Sehen Sie nur, es steht aus eigener Kraft. Diese Kreatur, die muss er natürlich auch synchronisieren. Das kann natürlich schwierig werden. Es spricht! Es spricht! Klingt eher wie ein Mops mit Verdauungsbeschwerden. Höre gar nicht auf diese ignoranten Kreatur. Du wirst schon bald mein wertvollster Diener sein. Diskutiere nicht. Was ich erschaffen habe, ist mein. Du wirst gehorchen. Sie Unmensch, Sie haben diesem gepeinigten Wesen schon genug angetan. Die Kreatur verliebt sich natürlich in Sie. Sie haben doch nicht etwa Mitleid mit diesem belebten Stück Fleisch. Es ist Ihr Geschöpf, Doktor. Sie sind ihm verpflichtet. Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Hier steht der Erste der angestrebten Zucht. Einer Zucht von Sklaven! Du bist nicht erfreut? Deine Brüder werden es auch nicht sein. Braucht ihr Hilfe, Meister? Was redest du? Ich habe ja alles unter Kontrolle. Oh oh, RTP-Musik! Aber wieder ein weiteres super, mega geniales Stück RTP-Musik! Es ist einfach so geil. Es gibt nur wenige Stücke RTP-Musik, die wirklich gut sind. Es ist einer dieser Tracks. Seht, ich habe es gesagt. Der Doktor wird die Abrechnung brechen. Oh, nein! Meister! Meister! Fackeln und Heugabe! Meister, jetzt geht das wieder los! Machen wir einfach einen Schluss mit ihren Machenschaften, Herr Doktor. Hahaha! Ein paar Hinterwäldler äußern sich zur modernen Wissenschaft. Ich eile euch zu Hilfe, Meister! Nutzen wir die Ablenkung! Es ist aus, Doktor. Feuer! Das alte Spiel! Meister! Schätze, der Knabe hat vollends den Verstand verloren. Ich verspüre wenig Lust, an dieser Auseinandersetzung mit hineingezogen zu werden.
Wir sollten... Was zum... Sapperlot! Professor Liedenbrock! Was? Ungemütliche Runde. Aber das hat man davon, wenn man sich zurück an die Erdoberfläche bohrt. So, warten Sie doch! Ach, dass er aber auch immer in Hektik verfällt, sobald er unter die Leute gerät. Was stehen wir wie angewurzelt? Da ist unser Weg! Hopp, hopp, meine Herren! Attacke! Gute Güte! Hoffentlich sieht man den Boden nicht, sonst wird er wieder ganz anders. Hopp, hopp, Herr Professor! Igor! Ich denke, wir müssen den Bauernpack ein wenig heimleuchten. Die großen Töne werden ihn gleich vergehen. Aber erst düppeln wir uns ihrer entsetzlichen Kreatur. Lassen Sie das arme Geschöpf in Frieden. Sie alle. Jetzt reicht's mir aber. Lasst uns das untote Biest in Brand stecken. Hierüber, armes Wesen. Komm. Oh, kommt das Wesen jetzt einfach noch mit unserer Party? Das ist ja Platz für 4 Leute, ne? Bleib stehen, Kreatur! Der Meister hat dir nicht erlaubt zu gehen! Das hat dieser Widerling auch verdient. Du hast ja Bärenkräfte. Meinst du, du könntest dieses Gerät da bewegen? Den EMK bekommen Sie nie auf diese Weise, Ihr Herauswerteste. Du schaffst es, liebes Wesen. Reiß mit aller Kraft. Du nimmst einen EMK. Erstaunlich, was sich alles im Inventar eurer Reisekleidung verstauen lässt. Das stimmt natürlich tatsächlich, aber hey, es ist ja in anderen Videospielen genauso, ne? Gut gemacht. Und jetzt nicht sie weg. Auf diese Art entfleucht man mir nicht! Nicht Dr. Frankenstein! Verschwenden Sie keine Gedanken an diese Leute, Doktor. Sie sollten sich lieber Gedanken um uns machen. Aber, liebe Nachbarn, wir können doch alles bereden! Zu spät, Doktor. Viel zu spät. Du liebes Bisschen, was für ein Sprung! Verehrteste haben Gesellschaft mitgebracht! Säbel oder Pistole! Lassen Sie die Faxen, Leutnant! Dank des Wesens haben wir den EMK! Alle Wetter, das sind gute Nachrichten! Dann war die Reise doch noch von Erfolg gekrönt! Hoho! Ich frage mich nur, wie wir jetzt nach Hause kommen wollen. Oder gibt es hier ein Transportmittel? Wir müssen Liedenbrock finden! Nur er kennt den Weg durch die unterirdischen Gänge unseres Planetens. Meine mich da doch wohl verhört zu haben. Unterirdische Planetengänge klingt ja nach übertriebenem Marsch. Mitnichten, lieber Leutnant. Mitnichten. Es ist sogar die kürzeste Art des Reisens. Wir unterschreiten die Erdkrümmung. Das kürzt ungemein ab. Verrückte Idee. Und das da? Soll das da etwa auch mitkommen? Das Wesen kommt natürlich mit. Sollen wir es etwa hier zurücklassen? Natürlich nicht, Gnädigste. Immerhin trägt es den EMK. Protestiere aufs Schärfste. Kreatur ist tot. Steppe doch auch nicht Gefallene umher. Sachte, Leutnant. Sachte. Sehen Sie die Kreatur doch weniger engstirnig. Die Kreatur kommt mit. Wir sollten jetzt schleunigst etwas Abstand zu der Öffnung gewinnen. Ganz recht. Und wir müssen unbedingt Liedenbrock finden. Nur er kennt die Wege. Okay, wow. In dem Part ist ja tatsächlich eine ganze Menge passiert. Wir gucken uns natürlich nochmal kurz unser letztes Teammitglied, unser neues Teammitglied an. Die Kreatur, die jetzt auch an zweiter Stelle steht. Das ist natürlich auch geil. Sie ist ein Experiment. Natürlich, was sollte sie sonst sein? Hat auf jeden Fall ordentlich Trefferpunkte. Recht wenig MP, kann aber Hieb, ein wuchtiger Schlag auf den Gegner, Stampfen, ein erschütternder Tritt nach allen Gegnern und allgemein. Achso, ja, okay, gut. Ja. Das kennen wir ja schon. Cool. Und ansonsten von der Ausrüstung her, 53 Stärke, das klingt auf jeden Fall schon mal erstmal ordentlich. Ja.
Können wir vielleicht noch irgendwas ausrüsten? Nö, erstmal noch nicht. Für die Kreatur müssen wir dann wohl spezielle Gegenstände finden. Gut, okay, dann ein langer Part, etwas länger als sonst, aber ich denke, das bin ich euch auch ein bisschen schuldig, nachdem es jetzt so lange keine Reise ins All gab und es in den nächsten Tagen auch erstmal ein bisschen mit Verzögerungen weitergehen wird. Es tut mir leid, ich möchte ganz gern erstmal Lonely ausstrahlen, es sind auf jeden Fall nicht mehr viele Parts Lonely. Ich werde dann auch mal zwischendurch ein paar Tage nicht da sein, also wahrscheinlich auch an den Wochenenden werde ich in den nächsten Wochen, werde ich allgemein an den Wochenenden ein bisschen weniger Zeit haben. Dadurch, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass irgendwas unregelmäßig kommt. Ich werde wahrscheinlich auch versuchen, wieder ein bisschen auf Vorrat zu spielen. Nur damit ihr erstmal Bescheid wisst. Aber keine Sorge, das Projekt lebt, dem geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe Spaß am Spiel. Ich bin sofort wieder drin nach einem Part. Und das ist genau das, was ich gehofft habe, dass ich sofort wieder drin bin. Ich werde auch direkt noch einen Part aufnehmen. Den werdet ihr dann wohl aber erst in der kommenden Woche sehen. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet wie immer Spaß gehabt. Und ihr seid wie immer gespannt, wie es weitergeht. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso wissen, wie es weitergeht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder, wenn es heißt, die Reise ins All. Let's play. Bis dahin.